Unsere Themen am Freitag. Cottbus-Verkehr ändert Liniennetz. Feriencamp am Stausee steht vor dem Aus. Und Zwischenwelten, neue Einzelausstellung im DKW. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Stell dir vor, du siehst einen richtig guten Film im Kino. Aber du weißt, es gibt noch so viel mehr davon. So viele Filme, die du alle im Kino sehen möchtest. Das wäre Kino ohne Limit. Mit der Unlimited Card kannst du so viele Filme in unseren Kinos sehen, wie du willst. Das ist Kino ohne Limit. Die UCI Unlimited Card. Eine Karte, alle Filme. Nur 22,50 Euro im Monat. Hol dir jetzt deine Unlimited Card. Online unter kinoohnelimit.de. Es ist Freitagabend, kurz vor dem Wochenende und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell. Cottbusser, die mit der Straßenbahn fahren, stehen ab Montag vor Problemen. Die Linie 2 und 4 werden umgeleitet. Grund sind Bauarbeiten in der Thiemstraße. Bis auf die Haltestellen Schwarzheider und Thierbacher Straße werden alle bedient. Die Fahrgäste sollen auch unter Umweg pünktlich zu ihrem Ziel kommen. In der nächsten Woche verwandelt sich die Thiemstraße in eine Baustelle. Vom Stadtring bis zum Abzweig Welzower Straße sind Baumaßnahmen fällig. Ungefähr einen Monat lang ist hier mit Einschränkungen zu rechnen. Die Baumaßnahmen sind nötig, weil während der Baumaßnahmen in der Straße der Jugend die Thiemstraße als Ausweichstraße genutzt wurde und deswegen ein bisschen in Mitleidenschaft geraten ist. Das bedeutet, die Straße muss repariert werden. Die Stadt und die LWG führen dazu sämtliche Flickarbeiten an der Fahrbahn durch. Parallel dazu übernimmt Cottbusverkehr die Arbeiten an den Gleisen. Im Bereich der Leipziger Straße ist das Überqueren der Fahrbahn dann nur noch als Rechtsabbieger möglich. Das liegt an der Gleisregulierung. Cottbusser, die mit Bus und Bahn unterwegs sind, sollten auf die Fahrpläne achten. Im Zuge der Baumaßnahme muss der Straßenbahnverkehr nach Sachsendorf leider eingestellt werden. Stattdessen wird es einen Schienenersatzverkehr zwischen Stadtring und Sachsendorf geben. Das heißt, die Linien 2 und 4 werden dazu miteinander verbunden und koppeln sich quasi am Stadtring und fahren dann nach Neuschmelwitz oder nach Sandow. Auch die Linie 5 ist davon betroffen. Der Schienenersatzverkehr pendelt entlang der Thiemstraße. Dazu stehen die Ersatzhaltestellen bereit. Nicht betroffen sind die Straßenbahnlinien 1 und 3. Die Ersatzhaltestellen müssen je nach Baufortschritt verschoben werden. Bis zum 19. August sollen die Baumaßnahmen andauern. Der Johanniterhort Groß-Gaglo startet mit einem Neptunfest, einer Nachtwanderung und vielen anderen Aktivitäten jährlich in die Sommerferien. Am Spremmiger Stausee verbringen Schüler so die ersten Ferientage. Doch nach 20 Jahren endet diese Tradition jetzt. Der Pächter der Campanlage geht in Rente. Die Kinder sollen davon aber erst einmal nichts merken. In den letzten Tagen stand der Spaß trotzdem im Vordergrund. Die meiste Aufmerksamkeit im Feriencamp bekommt wohl Martin Jeins mit seinem Graffiti-Workshop. Hier sollen die Kinder auf Pappe üben und sich nicht irgendwann auf Wänden ausprobieren. Auch Leni Jolie testet sich hier aus. Beim Feriencamp war sie schon oft dabei, Graffiti sprayt sie aber zum ersten Mal. Sie ist begeistert von den leuchtenden Farben. Weil ich finde es sehr schön, weil das, wenn man jetzt auch dieses Blau hochsprüht, dass es so richtig schön hervorkommt. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Martin Jein sprayt aber schon seit Jahren. Er weiß genau, worauf es bei der richtigen Technik ankommt. Beachten muss man auf jeden Fall gerade beim Farbauftrag, dass man die Farbe nicht zu dick aufträgt. Da lernen die Kids halt schon so ein bisschen Feingefühl, wie trage ich Farbe auf. Da kriegen auch ein Gefühl für die Dose, das heißt, wie bediene ich die Dose, damit welche Farbe rauskommt, also welche Farbmenge. Wichtig ist, dass die Schablonen auch nicht übermäßig mit Farbe vollgeschmiert werden, sondern sinnvoll und sachte, ich sag mal, als Arbeitsgrundlage genutzt werden. Und so haben die Kids einfach im Nachhinein hundertprozentig ein schönes Bild, sind glücklich. Und das ist quasi der erste Schritt gemacht in Richtung Leidenschaft und Richtung Freude. Schon 20 Jahre lang fahren die Johanniterhort-Kinder an den Stausee. Doch die Organisatoren befürchten, dass es das letzte Mal gewesen sein könnte. Ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen, sage ich mal. Es soll das letzte Mal sein. Der Hauptgrund ist, dass Herr Schwarzer, der Betreiber, der Pächter dieser Einrichtung, in seine wohlverdiente Rente geht. Und wir nicht wissen, was hier wird, aber es sind schon die ersten Gedanken für eine Ausweichmöglichkeit gefunden.
Selbst wenn die Kinder im nächsten Jahr also nicht mehr an den Stausee fahren, werden sie die ersten Ferientage zusammen verbringen. Und egal wo, Leni Jolie will im nächsten Jahr wieder dabei sein. Die Jubiläumsbrücke in den Marloer Schluchten ist saniert. Die Südwestseite ist zusammen mit dem Denkmalschutz barrierefrei umgestaltet worden. Die Baumaßnahme hat fast 62.000 Euro gekostet. Diese werden vollständig von der Stadt Cottbus getragen. Am Wochenende gibt es wieder reichlich zu erleben. Was Sie auf keinen Fall verpassen sollten, zeigen wir Ihnen jetzt in den Kurznachrichten. Auf Monsterjagd. Die erste Lokmodul-Rally startet morgen in Cottbus. Pokémon-Trainer streifen dabei gemeinsam durch die Stadt. Sie benutzen ihre Smartphones, um Pokémon zu fangen. Das sind kleine Monster, mit denen man gegen andere Trainer kämpfen kann. Um 10 Uhr geht es los. Die genauen Orte werden eine halbe Stunde vorher auf der Facebook-Seite bekannt gegeben. Es ist wieder soweit. Morgen ist Kiebitz-Tag. Dabei wird die komplette Mannschaft samt Team vorgestellt. Anschließend beginnt das Spiel gegen den 1. FC Union Berlin. Die Mannschaft lädt danach zu einer Autogrammstunde ein. Das Stadion der Freundschaft öffnet um 14 Uhr seine Tore. Tag der offenen Wohnung. Die GWC stellt morgen eine Musterwohnung vor. Das Wohnungsunternehmen saniert derzeit P2-Wohnungen in der Schmelwitzer Straße 127. Potenzielle Mieter können sich hier schon mal einen Überblick verschaffen. Besichtigungen sind von 10 bis 12 Uhr möglich. Außerdem wird es auf dem Platz vor dem Stadtbrunnen wieder musikalisch. Der Cottbuser Countertenor David Vogel führt morgen ab 10.30 Uhr Opern, Operetten und Musicals auf. Von der Musik zur Kunst. Roland Nikolaus erzählt mit Collagen, Gemälden oder Skulpturen Bildgeschichten. Der Maler nimmt dabei Bezug auf die Gesellschaft. Seine Einzelausstellung Zwischenwelten ist derzeit im Dieselkraftwerk zu sehen. Melancholie, Ironie, teilweise beißender Zynismus. Roland Nikolaus ist ein außergewöhnlicher deutscher Maler, der nun im Kunstmuseum Dieselkraftwerk eine Bühne bekommt. Nikolaus lässt sich immer wieder von der Kunsthistorie inspirieren. Auf teilweise ironische Art mischt er unterschiedliche Genres mit seinem ganz eigenen Stil. So überlagert er beispielsweise Landschaftsmalereien mit Stillleben. Das führt dazu, dass sie so mehrere, ich sage mal fast Bildzonen haben. Sie können sich einerseits mit dem Stillleben beschäftigen. Auf der anderen Seite springt ihr Auge automatisch in die Landschaft, auf die Architektur. Sie haben immer wieder Figuren im Bild, die unterschiedlichen Ebenen miteinander verbinden. Und das ist das Basiskonstrukt, mit dem er arbeitet. Der Großteil der ausgestellten Werke entstand in den 80er und frühen 90er Jahren. Es geht um die Geschichte und das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland, Konsum gegen Tristesse. Hinzu kommen neuere Werke, die einen deutlichen Kontrast bilden. Dennoch ergänzen sich die verschiedenen Epochen seines Schaffens. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen dieser Phase des Schaffens bei Roland Nikolaus und den neueren Arbeiten. Er absorbiert quasi immer wieder ikonografische Systeme. Bei den neueren Arbeiten sieht man den Einfluss populärer Kultur, die natürlich auch durch westlich geprägte, ich sage jetzt mal auch kapitalistisch geprägte Massenmedien nochmal ganz anders präsent sind, auch in der individuellen Wahrnehmung, als das in der DDR der Fall war. Er nimmt Bezug auf Massenmedien und Werbung, was natürlich auch eine andere Bildsprache mit sich bringt. Doch egal von wann die Werke stammen, auf allen erkennt man, dass Roland Nikolaus ein ausgezeichneter Maler ist. Seine Ausstellung Zwischenwelten ist ab sofort im Dieselkraftwerk zu sehen. Die Ausstellung geht noch bis zum 25. September und kann täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Damit wär's das für diese Woche. Uns gibt's natürlich auch morgen und übermorgen. Dann sehen Sie hier den Wochenrückblick. Ab Montag ist dann Kathleen Urbanski zur Stelle. Ich wünsche Ihnen ein schönes, aber vor allem sonniges Wochenende. Tschüss! Tschüss.
Jonathan Swift hat mal gesagt, die beste Methode, das Leben angenehm zu verbringen, ist guten Kaffee zu trinken. Mit unserem Expertenangebot der Woche gelingt das auf jeden Fall. Das ist die Dolce Gusto Jovia von De'Longhi und mit der gelingen in Minutenschnelle die verschiedensten Kaffeespezialitäten. Das Kapselsortiment von Nescafé umfasst über 40 leckere Sorten, von Espresso über Latte Macchiato bis hin zu Kakao und Tee. Und mit diesem Hebel könnt ihr sogar ganz einfach auf Kaltgetränke umschalten. Unterschiedliche Tassen und Glasgrößen passen problemlos in die Maschine, denn die Abtropfschale ist höhenverstellbar. Langes Warten, bis die Maschine vorgeheizt hat, das gibt's mit der Dolce Gusto Jovia nicht, denn sie verfügt über einen Aluminium-Thermoblock und der sorgt in wenigen Sekunden dafür, dass die Maschine die richtige Temperatur hat. Also los geht's! Erster Schritt, Kapsel einsetzen. Der magnetische Kapselhalter garantiert dabei, dass die Kapsel dort bleibt, wo sie hingehört. Mit bis zu 15 Bar Pumpendruck wird dann euer Getränk zubereitet. Den Druck reguliert die Maschine automatisch, sodass für jede Sorte das perfekte Aroma entsteht. Und dann könnt ihr euch voll aufs Genießen konzentrieren, denn dank der Energiesparfunktion schaltet sich die Jovia nach 5 Minuten automatisch aus. Der Wassertank ist abnehmbar und fasst 0,8 Liter. Auch die Reinigung ist kein Problem, denn die Einzelteile, die können sogar in die Spülmaschine wandern. Ihre italienische Herkunft zeigt sich bei der Jovia auch im Design. Die schlanken Kurven und die futuristische Form machen sie zu einem echten Hingucker. Mit nur knapp 17 cm Breite und 23 cm Höhe ist die Jovia außerdem schön kompakt und passt damit auch in kleine Küchen oder ins Büro. Neben dieser schwarzen Ausführung gibt es die Dolce Gusto Jovia übrigens auch in Rot und Weiß. Alle drei Farbvarianten sind jetzt als Expertenangebot der Woche in allen Fachmärkten und online auf expert.de erhältlich. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. In der kommenden Nacht ziehen leichte Wolken auf. Diese sind aber harmlos. Die Temperaturen bleiben bei 19 Grad recht mild. Das Wochenende wird sonnig und angenehm warm. Der Samstag startet freundlich. Von Beginn an gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen klettern auf 26 Grad, regnen wird es nicht. Am Sonntag wird es noch wärmer, die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Perfektes Wetter, um an den See zu fahren. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. You can change your life. Your sun is high, so you got to let it shine. 'Cause it makes the people happy and it makes you feel better now. Auf zum 21. Dressur- und Springturnier am 30. und 31. Juli in Gallinchen an der Kutzeburger Mühle. Erleben Sie neben anspruchsvollem Reitsport von 8 bis 17 Uhr ein buntes Familienprogramm, historischen Schaubildern, Ponyreiten und die schöne Anlage des Reiterhofs. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Informationen unter rfv-cottbus.de. Also eigentlich müsste das für die Tiger hier ja total kalt in Cottbus sein. Was sagen Sie denn dazu, Herr Kämmerling? Nein, wir heizen ja hier mit dem Erdgas von den Stadtwerken Cottbus. Aha. Erdgas für Cottbus. Stadtwerke Cottbus. Grillen Sie sich bei uns in ein relaxtes Wochenende.
Jeden Freitag ab 18 Uhr bei schönem Wetter von Juni bis August. Entspannen Sie in unserem Thermengarten bei chilliger Lounge-Musik und Spezialitäten vom Grill. Genießen Sie leckere Cocktails, unsere Sauna-Spezialaufgüsse oder eine Wohlfühlmassage. Grillen und chillen Sie sich mit uns durch den Sommer. Wir freuen uns auf Sie. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur, mitten in Burg, im Spreewald. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Zwei Landskron Bernstein, bitte. Genießen Sie das neue Bernstein Ale. So aufregend und köstlich wie ein kleiner Urlaub. Der Osten ist sich einig. Lieber ein Landskron. Immer ein Genuss. Prost, Deutschland. Räumungsverkauf im Schuhhaus Rheinsberg in der Sprem. Ab 6. Juni Markenschuhe. Für jeden Fuß und in jeder Größe. Ab 20. Juni auch die Herbst-Winter-Kollektion im Ausverkauf. Alles reduziert und täglich immer neue Angebote. Räumungsverkauf im Schuhhaus Rheinsberg in der Sprem.